Hallo, liebe Nerds, finsterste Grüße, diesmal aus Maldraxxus. Hier oben haben wir die Pilz-Surprise. Hier haben wir diese Quest bekommen. Jetzt bin ich mal Besser gespannt. dich als ein Mittler. Ich hatte keine Ahnung, dass meine berühmten Pilze sich so herumsprechen. Es wäre mir eine Freude, ein Pilzfestmahl für den Gluthof zu kochen. Ihr müsst mir ein paar seltene Exemplare besorgen. Dafür leihe ich euch meinen liebsten Sammelbeutel, mit dem ihr die besten Pilze finden könnt. Der funktioniert wirklich immer. Mal schauen, ich brauche kleine Geflechtkäppchen aus der Bastion und ein paar der ausgefallenen Violettkäppchen aus dem Ardenwald. Und von den Spitzen unserer Pilze hier brauche ich Federkappen. Ihr müsst wohl bis ganz nach oben klettern. Oh Gott im Himmel. Oh, Träumchen. Ich hole mir das zurück. Ja. Ich überlege gerade wirklich ernsthaft, ob ich damit nicht bis nächste Woche warten soll, wenn 9.1 ist und man fliegen kann. Demnächst. Oh, ich habe keinen Bock da hoch. So, wie funktioniert denn das? Unser Lederwünsche verströmt herausragende Duft aus Verfall und Verwesung. Hervorragend. Als Todesritter fühle ich mich da absolut wohl mit. So, Ruhe da. Da ist der Grabbelhaken. So. Das ist auch so eine Quest. Also irgendwie, die ist jetzt aktuell. Nee, warte mal, da hoch will ich. Jetzt aktuell ist die noch wahrscheinlich gar nicht mal so untoll. Hui. Später, wenn man fliegen kann, machst du das wahrscheinlich so im Vorbeigehen. So, da sehe ich doch schon ein Pilzchen, eine Federkappe. Oh Gott, da wachsen sogar mehrere. Gott sei Dank. Oh nein, ich muss wirklich 18 Pilze. Das. Oh. Ich will mal schwer hoffen, dass sich dieses verdammte Pilzessen da lohnt. Ja, geh mal hier auf die Ketten. Oh Gott, ich muss jetzt wirklich hier sämtliche Pilze abgrasen. Ah, super. Das verspricht ja unterhaltsam zu werden. So. Ja, also ich werde mal diese paar Pilze, die hier, die werde ich mal so abstauben. Und in die Richtung kann ich nicht weiterfliegen. Weißt du, da könnte man wunderschön mit den Goblin-Gleitern rüberfliegen. Aber nee, die Pilze müssen ja aus der Richtung kommen. Ja. Ich werde an der Stelle mal einen kleinen Cut einbauen. Und werde dann mich mit hoffentlich pilzbewehrt wieder melden, wieder zurückmelden. Mach es gut. Eine total entspannte und wunderschöne Kletterei später. So, die haben wir. Damit wäre das geklärt. Dann geht's ab in die Bastion und dann fangen wir uns an den anderen Pilze. Bis gleich. Ich befinde mich jetzt in der Bastion. Hier in diesem Questgebiet. Und ich komme mir so langsam, habe ich so denn das Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, also das waren doch ausgesuchte Misanthropen, die sich das ausgedacht haben. Diese Dinger hier, das sind die Pilze. Diese kleinen Uselfiecher, die muss man anklicken. Danke. Halt, stopp, ich wollte rauszoomen. So. Das heißt nicht nur. Ach Gott, okay, ich nehme alles zurück. Es sind zumindest kleine uselige Pilze. Also zumindest mal in rauen Mengen. Hier, da. Himmel, du bist ein DK-Kollege. So. Da haben wir. Wo haben wir noch einen?
Das ist zwar kein Pilz, aber dich nehmen wir auch mit. Das ist auch Wasser. So. Ich fühle mich hier langsam in meiner friedlichen Grundverfassung massiv beeinträchtigt. So, da ist noch ein Pilzchen. Alter, Vater. Gelb leuchtende Pilze, wo alles gelb leuchtet. Oh Mann. Ein Träumchen. Aber Gott sei Dank muss man das hier nur einmal machen. Insofern kann ich damit ja noch leben. So, das ist noch eine. Und die Dinger sind wenigstens dicht beieinander. Das geht ja dann noch. 22. So, und da hinten ist auch noch einer. So. Ruhe ist im Laden. Das war jetzt verhältnismäßig harmlos. Die größte Hürde bestand darin, tatsächlich erstmal überhaupt so rauszukriegen, was diese Pilze sind, die man da ernten soll. Na denn, dann geht es jetzt weiter in den Ardenwald. Da lang. Bis gleich. So, und da bin ich im Ardenwald. Und ja, wie nicht anders zu erwarten. Hier haben wir diese lila Pilze, die sich ja auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise sonderlich hervortun. Ah, von dem müssen wir wiederum nur vier finden. Ah, gucke. Doch gut, wenn man Alchi ist und Kräuterkunde hat. Was ist denn das? Ja, da ist noch einer. Haha. Ich glaube, die würdest du sogar angezeigt bekommen, wenn man nicht Kräuterkundler ist. Also würde ich mal steil davon ausgehen. So. Dann brauchen wir noch einen. Naja gut, bis auf die Maldraxus-Pilze war das ja alles jetzt kein allzu großer Aufriss. Boah, Maldraxus war echt nicht schön. Ich glaube, das hat die Pilze, die haben gefühlt länger gedauert wie der ganze Rest hier insgesamt. So, wo gehen wir das Ding ab? Wieder bei ihm, alles klar. Dann ab zu dem Boy. Und dann bin ich mal gespannt, was der uns noch erzählt. Gut, in diesem Sinne, bis gleich. So, da sind wir wieder. Bin ich absolut begeistert. So, bitteschön, hier hast du das ganze Gerödel. Die duften wunderbar und reif. Dafür habt ihr wirklich ein Händchen, Siegfried. Da will ich auch schwer hoffen, hör mal. Hoffentlich mag jeder äußerst lebendige Pilze. Na denn. Da, oh, Google. Etwas für jeden. Sehr schön. Ich bin auf die maldraxische Armee, bin ich gespannt. So, haben wir das auch mal geklärt. Ach, warte mal, ich könnte mir da unten gerade mal noch Marileth einfangen gehen für nächste Woche. Na denn, ja, das war Pilz Surprise. Es ist konsequent. Es passt definitiv dazu. Ich bin mal gespannt, was das dann für Werte hat oder was wofür das dann stehen wird. Das sieht man ja im Vorfeld nicht. Ja, grundsätzlich finde ich die Quest okay. Also bis jetzt auf diese ersten Pilze da auf diesen Riesenpilzen da, also die hätte man sich meiner unmaßgeblichen Meinung nach dezent klemmen können. Wobei das halt auch nur, ne, jetzt quasi so für Season 1 ist. Ab Season 2, wenn man dann fliegen kann, ist der Teil, und man macht dann die Quest, ist das halt absolut vollkommen obsolet. Und ja, bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Keine Ahnung, das hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen anders machen können. Also quasi so, was halt für den Anfang mega nervig ist, solange man noch nicht fliegen kann. Und wenn man fliegen kann, ist es halt komplett egal. Ja, keine Ahnung. Also da hätte man sich meiner unmaßgeblichen Meinung doch vielleicht noch ein, zwei Gedanken länger oder mehr machen können. Keine Ahnung, der Beutel schießt einen nach oben,
ne? Irgendwie ist ja magischer Beutel, schießt einen nach oben, wie so bei, keine Ahnung, bei anderen Quests oder so. Dass man dann da irgendwie hinkommt, weil, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin ein Riesen-Nerd, ich bin ein Riesen-Fan vom Gluthof, ich finde die Event hier mega cool, aber ich glaube, da gibt es nicht so viele, die da so ausdauernd sind und bei solchen Quests, weiß ich nicht, da sehe ich doch die Gefahr relativ hoch, dass da manche Leute dann sagen, nee, pfeif drauf, interessiert mich nicht. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Naja gut, okay, ich gehe mir den noch einfangen und dann, ja, schauen wir mal weiter. Bis zum nächsten Mal beim Gluthof. Tschüss.